Ja, ist nicht so geil, wenn man einfach auf dem Boden liegt und halt auch derb unbequem, weil da so Steine drunter sind. Hier ist jetzt der Wasserfall. Ich hab so richtig Bock. Video von mir, und zwar befinde ich mich hier gerade bei bestem Wetter in Dänemark in Hirtshals und werde jetzt überschiffen auf die Färöerinseln und von dort später dann nach Island. Die Harley blubbert hier schön vor sich hin. Ich bin richtig zufrieden, auch wie ich das ganze Gepäck verpacken konnte, auch vorne noch. Man sieht bestes Wetter, die Fähre ist schon da, ich habe es gerade noch geschafft. Hopp, hopp, hopp. Ich bin jetzt in der Fähre drin, mein Bike ist aufgestellt, ich werde es jetzt anschnüren. Und dann ab zu Bett, weil ich habe die letzten 3 Tage kaum geschlafen. Ich stehe gerade hier und packe meine Sachen zusammen, ne? OB, top. Alter, es ist das schönste Bike, das ich jemals besessen habe. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals nach meiner XT sagen würde. Aber ich finde das so schön. Schaut euch auch mal den Lack an. Sieht man das? Das ist so lackiert. Also, das ist so lackiert. Ich bin jetzt in der Fähre drin und zieht euch mal diese wunderschönen Kabinen rein. Dafür musste ich 150 Euro zahlen, denn man konnte tatsächlich nicht ohne Kabine buchen. Was riecht irgendwie unangenehm hier drin? Oh Gott, ich werde erstmal wieder auf Deck gehen. Ich glaube, ich schlafe heute draußen. Ja, und zwar befinde ich mich gerade in meinem Zelt. Die Nacht war schrecklich, es hat geregnet ohne Ende. Das Zelt ist halt weggeflogen, aber guckt euch mal die Aussicht an. Hier ist der Fähranleger. Ich bin jetzt auf den Färöerinseln und nehme euch jetzt mit auf das Abenteuer nach Island und mit einem Zwischenstopp jetzt 3 Tage hier auf den Färöerinseln. Und ich zeige euch schon mal, wie räudig die Nacht war. Also zum einen habe ich eine Isomatte von meinem Bruder geklaut. Ne? Dachte mir so, geil, bestimmt richtig gut. Aber da ist einfach irgendwo ein Loch drin, dass ich mitten in der Nacht, und wenn es halt übel kalt ist, ja, ist nicht so geil, wenn man einfach auf dem Boden liegt und halt auch derb unbequem, weil da so Steine drunter sind. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Dann das nächste, ne? Ich habe mir einen Nierengurt gekauft, dachte mir, oh, hammer geil als Kopfkissen. Aber meine Haare haben sich da drin verfangen und ich habe gefühlt mir eine halbe Glatze gerissen, um das wieder rauszubekommen. Oh Mann, ey. Zusätzlich waren hier die ganze Zeit irgendwelche Spinnen. Und was mir Sorgen bereitet hat, ist, dass hier so ein fettes Loch ist, weil ich mein Zelt mal in die Dornen gestellt habe, dass ich schon kommen sehe, dass jetzt gleich alles wieder voller Spinnen ist. Ja. So, zusätzlich werde ich jetzt den ganzen Kram hier mal einpacken. Es ist auch alles einfach nur klitschnass schon wieder, aber ist auch egal. Also, Isomatte wird eingepackt, das wird alles angezogen, Schlafsack eingepackt, alles in die fette Tasche hier, dann wird das hinten auf meine Harley raufgeschnürt und dann geht's weiter. So, zumindest meine Mission. Ich habe hier meine Freunde kennengelernt, gestern Nacht auf der Fähre. Alter, oh, meine Füße. Da sieht man, die bauen gerade ihr Zelt ab. Genießt noch einmal die schöne Aussicht, bevor es jetzt weitergeht. Es soll nämlich die nächsten 2 Tage nur regnen. Ich hab Bock, sag ich dazu nur. Top. Er wohnt hier mitten auf dem Land und hat sich einfach Schweine gekauft. Und ich zeige euch mal, wie man Schweine zu behandeln hat. Amazing props to you, man. This is amazing. Yeah, they're beautiful animals. So, das Zelt ist jetzt zusammengepackt. Wir machen uns jetzt auf die Motorräder, suchen gemeinsam Frühstück und werden dann wahrscheinlich mal einen Wasserfall aufsuchen. Vielleicht werde ich mich trennen, vielleicht sieht man sich später wieder. Hier sieht man jetzt, wie ich das Gepäck verstaut habe. Etwas chaosmäßig, aber whatever. Ich werde mich jetzt auf mein Bike schmeißen und dann losfahren. Junge, erstes Mal tanken gerade, auf die letzte Sekunde. Man sieht, der Tank ist hier unter der Sitzbank, weil hier befindet sich der Luftfilter drunter. Und 1 Kilometer habe ich noch zurück. Mein Motorrad ist jetzt aufgefüllt mit dem guten Benzin. Ungefähr 11,5 Liter passen in meinen Tank rein und damit komme ich um die 300 Kilometer. Ich verabschiede mich jetzt von den Jungs hier. Have a nice road. See you later. Genau, und werde jetzt mich mal auf den Weg machen nach einer SIM-Karte, schauen, dass ich hier Internet habe und dann ja mal einen Wasserfall oder so aufsuchen. Ich habe gehört, hier sollen ganz geile sein. Okay, wisst ihr, was gerade passiert ist? Ich wollte mir so eine SIM-Karte kaufen, ne? Bin ich hier die Straße lang gefahren und Leute so, ja, such nach einem schwarzen großen Gebäude. Marke, die ganzen Häuser sind hier schwarz. Ich habe nicht eins gefunden, was irgendwie nicht schwarz ist, was ein bisschen größer war. Aber egal, ich glaube, ich habe es jetzt gefunden und werde mal schauen, was wir hier kriegen und wie teuer das ist. So, ich bin jetzt in der Mall hier und chill hier gerade noch. Um 10 Uhr soll dieses Tor aufgehen, also in 4 Minuten. Dann kann ich mir eine SIM-Karte schnappen und dann on the road. Let's go. Update, Leute. Ich habe jetzt Internet. Das Ganze hat mich 25 Euro gekostet. Komplett geroastet hat mich das hier. 58 Minuten. Hier soll ein geiler Wasserfall sein. Und da fahren wir jetzt mal hin. Mal sehen, ob ich dort auch meine Motorradfreunde wiederfinde. Man sieht, das Wetter ist so kalt und neblig.
bin ich jetzt in meine Regenkombi reingeklatscht. Zieh jetzt meinen Rucksack rüber und dann fahren wir weiter. Ich bin jetzt hier angekommen. Torshavn? Nein, what is it called where we are now? Gosadaloch. Gosadaloch. Leute, wir sind jetzt gerade in Gorlostoch. Top, Alter. Und da unten soll ein Wasserfall sein und da laufe ich jetzt mal mit euch gemeinsam hin und gucken mal, was da so, so abgeht, ne? Let's go. Let's go, let's go. Hello, Internet. Let's go to the waterfall. Oh Gott. 2 Minuten laufen? Dort hinten stehen noch irgendwo die Bikes und hier ist jetzt der Wasserfall. Wahnsinn, ist das hübsch. What do you think about the waterfall? Pretty so nice. Ich halte jetzt hier gerade noch mal an. Guckt euch mal bitte diese Straßen an. Wie wahnsinnig geil die sind. Also der Asphalt ist einfach top. Ich habe noch nicht eine Straße hier gesehen, wo der Asphalt nicht perfekt war. Richtig krass. Und ich bin jetzt hier gerade an einem Wasserfall angekommen. Alter, und es sieht einfach überall so aus. Es ist einfach heftig. Meine Jungs habe ich auch noch mit dabei. Die haben gesagt, dass die hier Leute kennen, wo ich heute Abend schlafen kann. Das wäre natürlich richtig cool. Ich bin mal aufgeregt. Eine Flasche Rum soll auch da sein. Was ein geiler Start. Wir haben jetzt hier ein Haus gefunden, da können wir unsere Sachen mal alle ablassen. 2 werden sich jetzt oben in dem Häuschen verkriechen und wir beide fahren noch mal ein Stückchen weiter auf einen Berg, der hier sein soll. Ich zeige euch schon mal das wundervolle Wetter hier auf den Färöer Inseln. Das sieht nämlich ganz genau so aus. Ich habe so richtig Bock. Zeige ich jetzt noch mal kurz das Bike. Die ganzen Sachen sind jetzt runtergenommen, Gepäck etc. Hammergeil mit dem Gepäckträger, man kann ihn einfach abmachen. Ich appreciate das richtig doll und freue mich jetzt auf das, was kommt. Die Straßen sollen slippery sein und deshalb ist natürlich weniger Gepäck Gold wert. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, im Fenster da, die beiden Pussys, die aufgehört haben und keinen Bock mehr haben zu fahren. Denken wir sind komplett verrückt. Schön. Sehr, sehr kalt, aber doch einzigartig. Oh mein Gott. Es regnet. Aber ich finde, die haben es gut gemacht. Geil!
Nu du må prøve din Yes, det här är alltså baserat på finkel som är Plantations billigaste rom. Oh, kanske vi ska snacka engelska för de mänskliga. Nej, vi ska inte snacka engelsk. Jag snackar norsk. Prost. Skål, prost. Skikkelig grej. Spain? Madrid. Portugal? Lissabon. Senegal? Dakar. Liberia? Monrovia. Nigeria? Abuja? Ghana? Accra? Küsten? Yamoussoukro? Kongo? Well, it's either Kinshasa or Brazzaville. It depends on what Congo it is. Angola? Luanda? Namibia? Window? Okay. Brazil? Brasilia? Peru? Lima? Bolivia? Sucre? Paraguay? Asunción? Kanada? Ottawa? Nachdem es ja für mich jetzt auch nach Island geht, ist es eigentlich spannend zu wissen, was in Island so abgeht. Und ich frage ihn jetzt mal ein paar Fragen zu Island. What can you tell me about Iceland? The size of the island itself is 103,000 square kilometers. The population is 340,000 people. And the largest town is, of course, the capital Reykjavik, where there live 216,000 people. And the second largest city is Akureyri. Don't know the actual population there. Okay, jetzt.